Missing someone. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich jetzt eine Woche lang diese Produkte hier drinnen testen. Und bevor wir damit anfangen, werde ich mit euch auspacken. Ich werde euch ein paar Tage mitnehmen, immer so ab und zu, und gebe euch nach einer Woche Review, wie die Sachen sind, weil ich höre immer, dass die so gut sein sollen und alles so Product Testing, Influencer Testing, genau. Salted Beauty, ich glaube, das kennt jeder. Ich habe mit diesem Matchmaker damals so meine Produkte zusammengesucht, die für mich gut sein sollen, und die gehen wir jetzt mal miteinander durch. Und zuerst packe ich die mal aus. Genau, ich habe dafür keine 103 Euro bezahlt, ich habe dafür nur 40 Euro bezahlt. Für 5 oder 6 Produkte kann ich jetzt nicht einmal sagen. Ich würde auf jeden Fall keine 103 Euro ausgeben, bei Gott nicht. Niemals für irgendwas so viel Geld ausgeben. Also das wäre es mir nicht einmal wert, wenn das Produkt nach einem Tag helfen würde. Where dark secrets are shared, sorted. Genau. Skincare Routine für Cynthia. Ich werde das mit euch mal durchgehen, und da steht halt drauf, es ist vegan, Superstar Alge, keine Ahnung, made in Germany with love. Also wir schauen uns das mal alles an. Ist auf jeden Fall mega süß verpackt und ich lese das jetzt nicht vor, ich zeige es euch nur. Da ist auf jeden Fall sehr viel drinnen. Und zwar ist das Dark Secret. Ich glaube, das steht hier auch nirgendwo drauf oder so. Nein. Ding, ding, ding. Dark Secret Lip Balm. Und ich finde das halt mega süß. Es riecht auf jeden Fall gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das nach Paraffin riecht oder nach Bienenwachs. Ich kann das nie auseinanderhalten. Ready to reveal. Ich würde sagen, das testen wir auch die Woche, weil im Winter brauchen meine Lippen immer sehr viel Pflege. Und wenn ich es schon dazu kriege, wieso sollte ich es nicht testen? Das ist einmal das Dark Secret. Ich habe mir alle Produkte mal sortiert. Und zwar ist das Bottled Decay das erste, was ich anscheinend benutzen soll. Gebe eine kleine Menge Bottled Decay auf ein Wattepad und streiche damit sanft über dein Gesicht. Ja, schauen wir mal, wie es riecht. Das riecht nach Menthol. Also ich bin schon gespannt, wie das dann hilft, weil ich habe mir sowas ausgesucht gegen Pickel, wie man hier sehen kann, sehr schön. Ich habe mittlerweile sehr viele Unreinheiten, die ich einfach nicht mehr bekämpfen kann. Dauernd ist Maskenpflicht, dauernd ist alles zu, immer diese Regeln und alles, und mein Gesicht explodiert. Ja, deshalb habe ich mir jetzt die Reihe zusammenstellen lassen. Das ist ein Micelle Cleanser mit Sea Salt, Crystal Clear. Ja, genau. Und dann zur Reinigung ist dieser Form O Cleansing Form Sea Camomilla, also mit Kamille. Und ich weiß zwar nicht, was Sea Camille ist, aber gut. Auch gut. Gib 1 bis 2 Pumpstöße Form O auf deine angefeuchtete Haut und massiere den Schaum sanft ein. Gründlich abspülen, das ist morgens und abends, und das Bottled Decay ist nur abends. Und ja, alle Produkte sind auch vegan. Glykol. Schauen wir mal. Ich bin in sowas nicht gut, wir haben das in der Schule gelernt und ich kann es nicht. Also wir müssten in der Schule eigentlich alle
Inhaltsstoffen drin. Auf jeden Fall ist das zum Reinigen und das soll man morgens und abends machen. Das ist dieses Form O. Dann habe ich hier ein Serum. Gib einige Tropfen Skin Peace auf dein Gesicht und sanft einmassieren. Das ist das. Aha. Und das sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das flocken sollte. Bei uns ist das immer ein schlechtes Zeichen, wenn das flockt, weil es dann meistens nicht gut aufgelöst worden ist, der Wirkstoff. Ich habe was gelernt in der Arbeit. Ich weiß nicht, ob das Fenchel heißen soll. Wir riechen mal dran, weil ich glaube, da riecht man nichts. Nein, da rieche ich nichts, das muss ich dann so testen. So. Ich kann nicht einmal sagen, nach was es riecht, also ich erkenne den Geruch auch überhaupt nicht. Es soll ja auch nur zum Testen sein, ob es hilft, nicht ob es gut riecht. Genau. Und dann haben wir massiere sanft eine kleine Menge Sweet Nothing in deine saubere Haut. Das ist jetzt alles, was ich machen muss, nur mehr morgens und abends, also zweimal täglich. Purple Lavender. Ich nehme an, das wird Lavendel heißen. Na, Lavender ist Lavendel. Ich weiß nicht, was Lavendel in Englisch heißt. Aber kann schon sein, das riecht irgendwie nach Lavendel. Das ist das. Und diese Wellen, in welcher Farbe die sind, haben auch immer eine Bedeutung. Genau. Und dann ist zur Intensivpflege, trage ein bis zweimal pro Woche eine dünne Schicht Spotless auf. Nach 10 bis 15 Minuten gründlich abspülen. Das ist das Spotless mit Red Alge, also roter Alge, nehme ich an. Und oh, das riecht gut. Das hat wieder so irgendwas Minziges drinnen. Das sieht so aus, also rosa. Finde ich, schaut auch voll schön aus und fluffig. Das ist das Spotless. Ich werde das auf jeden Fall heute gleich einmal testen und nehme euch dann wahrscheinlich morgen erst mit, weil heute wird ein sehr stressiger Tag. Ich muss noch zusammenpacken für morgen und. Genau. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit, das zeige ich euch nochmal. Da sind alle Schritte erklärt, wie man was macht. Und ich werde auf jedes auch noch eine Zahl draufschreiben, weil ich glaube, sonst vergesse ich, was erstes ist. Und jedes Mal das durchlesen will ich auch nicht. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. I'm so sorry, but I'm not. Also meine Haut ist ja zurzeit derbe Katastrophe. Man sieht es so stark, also hier oben, dann hier drüben und auch
hier mittlerweile. Hier habe ich es eigentlich nie so gehabt. Aber mittlerweile habe ich hier schon überall Pickel und Uneinheiten und was weiß ich. Ich will das einfach nur mal loskriegen. Ja. Ich will es einfach nur mal wegkriegen. Es tut weh. Es tut mir sehr weh. Vor allem, ich habe früher nie Pickel gehabt. Also ich muss froh sein, dass ich erst jetzt durch die Maske so Pickel kriege. Das Schlimme ist, dass ich durch die Maske so Pickel kriege. Ich will sie weg haben. Und deshalb auch diese eine Woche, die ich jetzt die Produkte von SOT teste. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Und zwar werde ich mir jetzt die Spotless Purifying Red Algae Rote Alge Maske machen. Genau. Vielleicht hilft ja die Woche was. Wenn man auf jeden Fall Verbesserungen sieht, werde ich das auf jeden Fall weiter probieren. Wenn nicht, gehe ich wieder über zu meinem La Roche Everclear, was mittlerweile auch nichts mehr hilft. Ja. So, jetzt ist eine Woche um und ich habe die Sorted-Produkte eine Woche lang, also länger schon getestet. Und jetzt kommt so mein Endfazit, würde ich sagen. Also man sieht, ich habe noch immer unreine Haut und auch fettig irgendwie, obwohl die nicht fettig ist. Ich glänze wirklich gerade total. Aber meine Haut ist eigentlich gar nicht fettig gerade. Die ist eher trocken, muss ich sagen. Egal. Auf jeden Fall habe ich mich mit den zwei Produkten, die ich im Klo, Bad, WC, wo auch immer ich gerade ein Waschbecken in der Nähe habe. Bei mir ist das WC, weil das ist gerade nebenan von mir. Somit muss ich nicht so weit gehen, wenn ich mich abschmink. Und zwar benutze ich da dieses Bottled Vicay und das zum Gesicht reinigen. Und ich muss sagen, die zwei Produkte riechen richtig gut. Vor allem das Bottled Vicay riecht total gut und es riecht auch nicht so wirklich nach Alkohol oder so. Also die Produkte riechen auf jeden Fall schon mal gut. Danach habe ich dieses Sweet Nothing und Skin Peace verwendet. Und ich weiß gerade nicht, wo es ist. Ah, hier. Dieses Spotless, diese Maske habe ich auch einmal die Woche, glaube ich, gemacht. Also nicht öfters. Ich glaube, ich habe die nur zweimal jetzt gemacht. Ja, und ich muss sagen, die Maske ist richtig, richtig cool. Wenn die trocken wird, sieht man die fast nicht mehr auf dem Gesicht, weil die so rosa wie die Haut ist. Also so Hautfarben wie die Haut ist. Genau. Und dieses Skin Peace, ich muss sagen, das hat eine richtig gute Konsistenz. Also das ist nicht so matschig wie von irgendeiner Marke habe ich da eines, das ist total matschig irgendwie. Also das fühlt sich nicht so flüssig an, sondern eher so, als wären das kleine Kristallkugeln immer. Ja. Und ich muss sagen, ich habe bei dem auch nicht herausgefunden, nach was das riechen sollte. Seafenner. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt gerade. Ich weiß auch nicht, warum ich das bis jetzt noch nicht nachgeschaut habe. Aber irgendwie, glaube ich, will ich es nicht wissen, wenn es irgendwas mit dem Meer zu tun hat. Lieber nicht. Und dann habe ich noch das Sweet Nothing
nachdem benutzt. Ich muss sagen, ich glaube, das habe ich irgendwie falsch gemacht, weil wenn ich das verrieben habe, war mein Gesicht danach immer weiß, weil es ja zuvor schon von dem was drauf hatte. Ja, vielleicht habe ich da was falsch gemacht. Und das riecht irgendwie auch so gut. Also mich erinnert das in der Apotheke an so einen Ultrapass. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das an so eine Salbengrundlage. Auf jeden Fall muss ich sagen, haben mir die Produkte etwas geholfen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass viel besser ist. Ich weiß aber auch nicht, ob das nochmal so von alleine weggeht. Weil das durch die Maske einfach immer wieder herkommt. Jetzt bin ich zurzeit zu Hause und ja, bin eben zu Hause und mache auch zu Hause. Also zu Hause habe ich halt auch eine Maskenpause. So. Und ich glaube, das verhilft auch dazu, dass die Haut wieder etwas sich regeneriert. Aber ich glaube, dass die Stelle da mit den vielen Pickeln, die ich damals hatte, auf derselben Stelle, dass die nicht mehr so schnell weggeht, dass die schon ein paar Monate, Jahre braucht, bis die wieder weggeht. Ja, dazu gab es ja dieses Dark Secret. Und ich muss sagen, es riecht gut, aber ich trage mir das nicht so gerne auf. Also ja, das hat so eine komische Konsistenz dann. Ob es mir geholfen hat, weiß ich auch nicht, weil ich habe das jedes Mal vergessen. Also in der Berufsschule habe ich es immer zu Hause vergessen und ich habe es mir nie in die Tasche getan. Also für unterwegs mal oder so, weil zu Hause benutze ich eigentlich nie Labello oder sonst irgendwas. Hätte man vielleicht mitnehmen müssen, dass man es auch verwendet. Und genau, das war auch dann schon mein Video. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen und über ein Abo, wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist. Und dann bis zum nächsten Video. Und ihr könnt mich auch gerne auf Insta abonnieren. Auf YouTube sind wir jetzt schon über 200 Follower und also Abonnenten. Und ich bin jeden Einzelnen dankbar. Ich habe mich so gefreut, wie ich die 200 am 24.12.2021 bekommen habe. Ja, ich glaube, da bin ich sogar mit meinen Eltern im Auto gesessen und habe gesagt, schau Mama, zu Weihnachten habe ich 200. Ich weiß nicht, da habe ich mich so gefreut. Danke dafür auf jeden Fall. Und dann genau. Tschüss!